Willkommen zurück, ein nächstes Unboxing, wie versprochen, das Battle Pack zu Swap Force, das erste. Und zwar nennt sich das Fiery Forge Battle Pack, zu Deutsch die feurige Schmiede. Dazu gehören natürlich Bumble Blast und der Knockout Terrafin. Knockout Terrafin kennen wir natürlich schon, den gibt es ja schon länger, Terrafin selber. Nur jetzt hat er einen neuen Titel bekommen, ist eine Series 3 Figur. Und es wird angepriesen, dass er nicht in den alten Spielen funktioniert wird. Ich sage, er wird in den alten Spielen funktionieren. Das ist bis jetzt, es hat immer geklappt. Sogar die Lightcore-Figuren sollten nie bei Spyro's Adventure funktionieren und taten sie doch. So, schauen wir auf die Rückseite. Ah, da sehen wir mal, da hat Activision richtig gearbeitet. Da steht jetzt neue Charaktere. Beim Adventure-Pack stand ja New Charaktere. Ja, weiß ich auch nicht. So, dann haben wir wieder Screenshots zu Bumble Blast und Terrafin. Ich finde, die neuen Namen, die sind noch recht einprägsam mit Popzorn und Bumble Blast, aber es ist sehr englisch noch alles angelehnt. Hätte mich gefreut, wenn es ein bisschen leichter wäre, gerade für kleine Kinder. Die englischen Begriffe sind da nicht so einfach zu verstehen und auszusprechen. Naja, so, dann haben wir wieder Beispiel Skylander, wie zum Beispiel Lightcore, Flashwing, Slobbertooth, Scorb, hier auch Slobbertooth, also, oh Leute. Und eben auch Technologie-Skylander. Warum sind da Technologie-Skylander? Wir haben noch Erde und Natur. Sollten denn da nicht Erde und Natur-Skylander sein? Neue Kampfarenen. Das ist nämlich das ganze Prinzip von diesem Battle Pack. Diese Fiery Forge hier wird uns in irgendeiner Weise eine neue Arena freischalten. Und die Arena sehen wir da oben. Mehr oder weniger ein bisschen und halt auch in Aktion mit Bumble Blast und Terrafin. Spiele mit Freunden oder gegen sie. Ja, mal gucken, ob ich das machen werde. Wir werden es mal auspacken. So, wieder ganz viel für den Müll. Und ich habe es so vermisst. Ach, wer liest sich das eigentlich durch? Na gut, egal. Ich jedenfalls nicht. Mir geht es vielmehr um diese ganzen Karten und Figuren. Und dass ich sie dann morgen spielen darf. Ich hole dann erstmal den Bumble Blast raus, der auch. Ich weiß nicht, warum der festgeklebt ist. Warum hat der so ein komisches. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber der hat da so ein Gummi um die Hüfte geschnallt gekriegt. Der wurde angegurtet. Wer denkt sich sowas aus? So, da haben wir den Bumble Blast. Der ist relativ fest, muss ich sagen. Aber die Waffe, die erinnert mich so ein bisschen an eine Bazooka von dem Zug. Nur, dass er eben, ja, ihr seht schon ein bisschen was mit Bienen und Honig. Er hat auch so eine honigfarbene Zunge. Und hier halt, sein Unterkiefer sieht aus wie so ein Bienennest. Er selber ist ein Baum, denke ich mal. Ja, und seine Gusche ist halt das Bienennest und er hat eine Bazooka. Bin gespannt, was der so drauf hat. Ob er denn auch Bienen verschießt oder irgendwas. So, dann haben wir. Oh, ist das ein riesen Ding. Also so vom Fuß her ist das echt riesig. Das ist, ja, die Battlepack-Figur, die Fiery Forge. Die feurige Schmiede ist. Ja, ist ganz auch ebenfalls sehr fest verarbeitet. Man kennt es ja bei den alten Figuren, da hat es alles ein bisschen gewackelt und so weiter. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr so. Und jetzt gucken wir mal, der Terrafin, der ist auch angeschnallt. Mann. Beim Adventure Pack war das nicht, da waren die Figuren lose da drinne. Lose relativ, aber das hier, das hätte man sich echt klemmen können. Da haben wir den Knockout Terrafin. Ich habe jetzt den alten hätte ich mal zum Vergleich runterholen sollen aus dem Regal. Habe ich jetzt leider nicht. Ich habe auch die Karte nicht von dem alten Terrafin hier. Jedenfalls, man sieht es schon an seinen Handschuhen, die sind schon deutlich kräftiger und imposanter. Das hat so ein bisschen was von diesem Wolverine von X-Men. Nur, dass er eben noch Handschuhe anhat. Ja, das zum Knockout Terrafin. Und jetzt fehlt natürlich noch das Allerwichtigste. Nein, Quatsch. Die Karten und die Sticker. Auch hier wieder zu Fiery Forge ein Sticker dazu mit Webcode und mit diesen Webcodes bin ich echt gespannt, was das auf sich hat. So, fangen wir dann mal an mit der Fiery Forge, die Karte. Ja,
keine Werte, nichts Großes, aber eine Karte. So, die können wir dazulegen, damit ihr es nochmal angucken könnt. Dann hier der Sticker und mit dem verdeckten Webcode. Also der Webcode, ja, keine Ahnung. Und dann haben wir die Karte zu Bumble Blast. Und auch hier wieder Werte bis 200. Und ja, ich glaube, er schneidet schon besser ab als Popzorn. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Eine Angriffskraft von 85, Verteidigung 85, Lauftempo 50 und Glück von 90. Ich bin der Meinung, dass Popzorn da nicht rankam mit den Werten. So, dann haben wir hier noch den Sticker, Bumble Blast. Ist auch ganz gut, dass ich die Unboxings mache, dann kann ich mir die Namen nochmal einprägen. So, dann machen wir erst den Sticker von Knockout Terrafin. Da steht jetzt natürlich nicht Knockout, da steht jetzt nur noch Terrafin. Was ist das denn für ein Quatsch? Naja, ich habe es mir nicht ausgedacht. Und hier kommt der Terrafin. Hier natürlich wieder eine Knockout Terrafin. So, ein Angriffskraft von 100, Verteidigung von 100, Lauftempo von 50 und Glück von 70. Also, der hat halt mehr Angriff und Verteidigung als der Bumble Blast. Dafür der Bumble Blast mehr Glück. Relativiert sich dann alles wieder ein bisschen. Und auch die Figuren werden wir dann ab morgen im Let's Play sehen, wenn dann mein Spiel rechtzeitig da ist. Ich werde es aufnehmen dann. Ich werde es hochladen und ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Klammern morgen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis dann, der Froscher. Tschüss.